Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich jetzt in der 2.6.1 Version spiele, auch wie in der gewohnten Elhiva-Konfiguration und DX11 Renderer-Version. Ich darf mich an dieser Stelle herzlichst bei Arkan aus dem Forum bedanken, der uns einen Spielstand geschickt hat oder sogar überhaupt permanent Spielstände schickt. Und mir auch damit ausgeholfen hat, kurz vor Corinnes nach der Seeschlacht weiterzumachen. Ja, dann lade ich die mal ein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich spiele in der Renderer-Version X17671. Das ist die neue Version, die man auch speichern kann. Das heißt, wo man auch die... Jetzt mal kurz anzeigen. Wo man auch die Sachen speichern und schließen kann. Also wenn man hier irgendwas verändert hat zum Beispiel oder hier oben in den Geschichten, kann man das ändern und speichern. Ja, dann wollen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir eigentlich. Ich gehe erstmal ins Charakterprofil rein und sehe, dass ich Stufe 26 bin, Magiekreis 1. Gut, okay, das ist jetzt natürlich wie eben eingangs gesagt nicht mein erspielter Charakter, sondern die von Arkan. Und ja, und wie wir sehen, hat dieser einen Einhänder-Meister gemacht, Zweihänder-Kämpfer, Bogen-Anfänger und Armbrust 10%. Und ich will natürlich auch mich noch ein bisschen weiter verbessern im Bogen. Arkan hat wohl meist mit der Armbrust gespielt und ich habe jetzt den Bogen angelegt. Dann gucken wir mal eben... Was habe ich denn im Inventar? Also da ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel keine Mütze mehr habe, also kein Hut. Weder ein Schäferhut noch sonst irgendwas. Das ist aber nicht so schlimm. Logbuch sieht auch gut aus. Wichtige Mission auf Corinnes. Der verlorene Sohn. Das ist soweit klasse. Und ich werde hier an der Stelle nochmal mich auf Corinnes bewegen, weil gerade auf Corinnes sehr viele neue Dinge passieren werden seit dem Release. Ich wollte ganz einfach nur hier in die rechte Tür rein, weil ich nämlich was vermisse. Und vielleicht kann mir freundlicherweise jemand im Forum sagen, warum ich hier jetzt plötzlich nicht mal reinkomme. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, von wem ich den Schlüssel bekommen habe. Aber ich wollte ganz gerne noch ein bisschen Pfeile herstellen, weil ich nämlich im Inventar noch so Holzgeschichten habe, die bearbeitet werden müssten. Trotzdem muss ich natürlich jetzt wieder ein Levelchen weiterkommen, beziehungsweise übersetzen auf Corinnes. Das wäre dann in einem Raum. Und zwar wäre das dieser Raum. Der ist ja offen. Mal gucken wir mal, haben wir hier eigentlich alle schon geplündert? Buchkommode. Da habe ich schon vorher gelesen. Und wir gehen jetzt hier rein und dann sollte es rüber zu Corinnes gehen. Jetzt wird so manch einer sagen oder euch fragen, von wegen, warum fängt er wieder auf Corinnes ganz neu an? Ganz einfach aus dem Grunde, weil viele neue Dinge sich geändert haben, auch im Ablauf, in dem Spielablauf. Zum Beispiel hier. Das hatte ich ja gar nicht gehabt. Und auch nicht gehabt, dass mich einer von hinten hier sofort angreift. Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal die Warane hier löschen. Das ist schon mal klar. Dann werden wir erstmal gleich mit Gernot sprechen. Du, Gernot. Hey, du. So, nun wären wir endlich auf Corinnes. Ja, und Innos möge uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Was ist jetzt zu tun? Wir müssen unbedingt herausfinden, was auf Corinnes passiert ist. Wir haben zwar durch Martin erfahren, dass die Orks die Stadt eingenommen haben, aber viel mehr wissen wir nicht. Was wurde aus der Bevölkerung? Was aus den Paladinen? Ist Lord Hagen tatsächlich ins Minental aufgebrochen oder ist er in die Stadt zurückgekehrt? Nachdem er erfahren hat, dass die Orks auf Corinnes gelandet sind. Erst wenn wir das wissen, können wir uns überlegen, was weiter zu tun ist. So, jetzt... Gibt's nochmal Varane?
Und alle sind sie hier sehr aufgescheucht. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Ein Mistvieh weniger. So, Gernot... Verdammte Warane! Ja. Wir werden hier nicht sicher vor ihnen sein, bevor wir nicht die ganze Insel von ihnen gesäubert haben. Kümmere dich darum. Jawohl, Gernot, das werden wir auch machen. Hahaha. Aber doch zuerst werden wir mal unseren Freund Dandolo mal zu Rate ziehen. Denn da hat sich auch was geändert beim Dandolo. Es gibt doch nur noch mehr. Hey du! Ich kann das und? Nicht mehr hören. Alles klar? Wer das wüsste. Wir müssen verdammt aufpassen, dass uns die Orks hier nicht entdecken. Du glaubst also nicht, dass wir sicher sind? Was weiß ich. Am besten fragst du mal Ernst, der den Hafen im Auge behält. Kannst du mir helfen? Na klar. Komm mit. Genau. Richtig, dann werden wir ihm eine bessere Waffe geben. Ja. Das werden wir gleich zu Anfang machen. Gut. Und zwar die, die ich noch nicht tragen kann. Das ist hier diese Schlachtaxt. Erstmal hier die Schlachtaxt. Ich will noch nicht, dass er eine Fernwaffe hat er natürlich auch. Das ist seine Armbrust, die er dran hat. Da wollen wir mal gucken. Fragen wir erstmal Ernst am anderen Ende. Jo, Ernstchen, wo bist du denn? Da ist Ernst. Hey du. Und? Wie sieht es aus? Kannst du was sehen? Nicht viel. Nur ein Schiff ist in den Hafen eingelaufen. Ein Schiff? Von den Orks? Sieht so aus. Die haben bestimmt wieder eine Teufelei im Schilde. Ah ja. Schön. Ich werde mal im Offscreen erstmal die Insel erkundigen, die Warane eliminieren und dann werden wir mit Dandolo übersetzen. Nun bist du wieder auf Corinus. Ja. Und ich werde es den Orks nun heimzahlen, was sie mir und meinen Kameraden angetan haben. Jep. Martin, sehr schön. Wulfias kann uns auch noch was beibringen. So, wir wären nun endlich auf Corinus. Hast du noch einen Rat für mich? Selbstverständlich. Wenn du Spruchrollen oder Heil- und Mana-Tränke brauchst, solltest du unbedingt zu mir kommen. Da du sehr wahrscheinlich über die ganze Insel musst, brauchst du Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Damit du daher schneller zu uns zurückgelangen kannst, habe ich eine vorhandene Teleportrune, die ursprünglich zu dem Hafen von Corinus hin teleportiert hat, so weit verändert, dass sie nun auf diese Insel gerichtet ist. Hier hast du die Rune. Achte gut auf sie. Bist du sicher, dass die Teleportrune mich zu dieser Insel teleportiert? Sagen wir mal so ziemlich. Meine Berechnungen konnten nur Schätzwerte sein, da mir für die genaue Berechnung die notwendigen Angaben fehlen. Na danke. Das heißt, ich kann genauso gut im Ozean oder mitten unter die Orks landen. Nein, das glaube ich nicht. Du wirst schon auf dieser Insel landen. Am besten probierst du den Teleport sogleich aus. Ja, das kennen wir doch schon. Ich möchte Leben, Kraft, Schlange und so weiter. Möge so weiter. Immer allzeit über dich wachen. Und die Teleportrune werden wir auch sofort anlegen. Die ist dann... Wo ist sie denn? Als wenn ich nicht schon das ist die hier. Nee. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ach, da unten. Okay, da unten. Meine Meinung kennst du ja schon. Also, wie schon gesagt, im Off... werde ich jetzt mal hier noch ein bisschen die Insel erkunden, einige Sachen sammeln und dann werden wir rübergehen. Die Varänchen habe ich jetzt alle gekillt. Was ist? Konntest du die Gefahr durch die Warane etwa schon beseitigen? Ja. Ja. Ausgezeichnet. Dann brauchen wir uns hierüber keine Sorgen mehr zu machen. Hier hast du übrigens etwas Gold von mir. Für deine Mission wirst du es gebrauchen können. Tja. Dann gehen wir wieder zum Dandolo und gucken wir mal kurz ins Logbuch hinein. Wo ist Lord Hagen? Ist klar. Wir werden rüberschwimmen mit Dandolo. Hey! Komm mit! Auf genau. Geht's! Ja, der krabbelt mir immer noch an die Füße rum hier. Ja, dann gehen wir mal zu dem Fischer Lee. Schauen wir mal. Er müsste ja hier sein, der Baldrian. Sieh einmal an. Ein Soldat des Königs. Wo kommst du denn so plötzlich her?
Bist wohl auf der Flucht, was? Auf der Flucht? Wieso? Na klar, was sonst? Willkommen, Fremder, mein Name ist Baltram. Ich bin, oder vielmehr war, Händler aus Korinis. Bist du vielleicht gekommen, um dich bei mir mit Nahrung einzudecken? Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Ich musste fast alle meine Waren den Orks überlassen. Zum Nulltarif, versteht sich. Zeig mir deine Ware. Naja, so viel hat er nicht Nützliches. Ein Weinfass. Ach, schau einer mal, guck, hier gibt's ein Weinfass. Sollten wir vielleicht kaufen, das brauchen wir nämlich für einen ganz bestimmten Menschen, der auf einer anderen Insel ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das ist? Ich bin nicht auf der Flucht. Ich bin ein Seesoldat des königlichen Kriegsschiffes Albatros, das aus Vanguard kommt. Was sagst du da? Aus Vanguard kommt ihr? Und was macht ihr hier auf Korinis? Wir haben vom König den Auftrag bekommen, hier nach dem Rechten zu schauen. Wirklich? Euch hat der König geschickt? Ist das wirklich wahr? Klar. Warum soll ich dir jetzt Märchen erzählen? Puh, weil die Nachricht einfach zu gut klingt, um wahr zu sein. Klingt wie ein Wunder. Und an Wunder glaube ich nicht mehr. Bisher waren alle Neuigkeiten, die uns erreicht haben, mehr als schlecht gewesen. Nun, ob du mir glaubst oder nicht, ändert nichts an der Tatsache. Oder hältst du mich etwa für ein Gespenst? Nee, danach siehst du wirklich nicht aus. Ihr kommt also, um die Orks zu vertreiben. Nun mal langsam. Zuerst will ich wissen, was hier los ist. Die Orks haben mit einer Flotte unsere Stadt angegriffen und sie sogleich erobert. Die Einwohner, die dabei nicht umgekommen sind, konnten aus der Stadt fliehen, so wie ich. Warum bist du dann noch hier? Ist dieser Ort nicht zu gefährlich? So nah bei den Orks? Du hast recht. Wenn die Orks wirklich auf die Idee kämen, hier mal vorbeizuschauen. Tja, darüber will ich gar nicht erst nachdenken. Aber da ist nichts zu machen. Solange noch einige von uns in der Stadt sind, kann ich nicht von hier weg. Wie? Es sind noch einige der Bürger in der Stadt? Als Gefangene oder was? Gefangene? Nee, glücklicherweise nicht. Einige von uns konnten sich in der Stadt rechtzeitig vor den Orks verstecken. Und ich bin hier geblieben, um ihnen die Flucht zu ermöglichen. Doch das ist zurzeit leider nicht mehr möglich. Ja, ist klar. Erstmal fragen, wo die sind. Wo haben sich die Flüchtlinge versteckt? Die haben sich in der... Doch, Moment. Ich weiß nicht. Du trägst zwar den Waffenrock des Königs, aber... Aber was? Du glaubst doch nicht, dass ich euch an die Orks verraten würde. Ja, ich... Sei mir nicht böse, aber ich kenne dich nicht. Es haben uns nicht nur die Orks angegriffen, da waren noch eine Menge Schwarzmagier und Söldner unter denen. Von den Schwarzmagiern habe ich schon gehört. Doch was ist mit den Söldnern? Na, was soll mit denen schon sein? Wenn du aus Myrtana kommst, müsstest du diese Kerle kennen. Dort gibt es doch genug Söldner, die den Orks dienen. Miese Verräter sind das, die sich für Gold an jeden verkaufen. Du kannst mir vertrauen. Ich bin hier auf Korinis geboren. Ich heiße Roland und bin der Sohn von Bospar dem Bogner. Was? Du bist Roland, der Sohn vom alten Bospar? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Na, ich kam ja gar nicht dazu. Weißt du, was aus meinen Eltern geworden ist? Ich hoffe, sie leben noch. Nun, da kann ich dich beruhigen. Ich weiß genau, dass sie zu denjenigen gehörten, denen die Flucht geglückt war. Wohin es sie allerdings verschlagen hat, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber du hast dich ganz schön verändert. Ist ja auch mehrere Jahre her, wo du uns verlassen hast. Ich hätte dich wirklich nicht wiedererkannt. Du siehst mich an, als ob du mir immer noch nicht so ganz glauben willst. Mann, versteh mich. So gut kenne ich dich jetzt auch nicht. Und das Leben der anderen hängt allein von mir ab. Tja, was tun? Halt, ich habe eine Idee. Wenn alles stimmt, was du sagst, dann dürfte das Ganze für dich kein Problem sein. Na, dann schieß mal los. Was soll ich tun, damit du mir endlich Vertrauen schenkst? Bring mir einen Brief eures Kommandanten, der dich bevollmächtigt. Muss nicht viel drinstehen. Hauptsache, das Siegel des Königs ist drunter. Wird doch kein Problem sein, oder? Ich denke nicht. Na gut, ich bringe dir den Brief. Sonst noch was? Nein, das genügt mir. Wenn du den Brief bringst, erzähle ich dir mehr. Ja. Warum ist eine Flucht zurzeit nicht möglich? Weil uns die Orks den Fluchtweg versperrt haben. Vielleicht hast du schon die Leiter gesehen, die hinten an der Felswand steht. Über diese haben wir die Flüchtlinge bisher ins Hinterland gebracht.
Aber am besten fragst du Farin, der da drüben bei der Leiter Posten bezogen hat. Der kann dir am besten sagen, welches Problem wir mit den Orks haben. Dann gehen wir erst zu Farin. Na. Ja, Dandolo kommt mit. Da hinten ist ja Farin. Und, na, komm her. Ja, jetzt haben wir's. Du bist Fischer? Sieht wohl ganz danach aus, was? Wie hast du das bloß erraten? Jetzt bleib mal locker. Ich wollte dich nicht beleidigen. Naja, schon gut. Bist wohl auch auf der Flucht, was? Nein, ich bin mit einem Kriegsschiff des Königs hier angekommen. Wir bringen Hilfe. Was? Ist das wirklich wahr? Ja, aber bevor wir dies tun können, müssen wir erst mehr über die Situation hier erfahren. Verstehe. Am besten redest du darüber mit Baldram, der drüben bei dem Zelt sitzt. Viel reden ist nämlich nicht so meine Sache. Ich war doch schon bei Baldram. Ich hörte von Baldram, dass euch der Fluchtweg abgeschnitten wurde. Ja, diese verdammten Orks haben sich da oben am Leuchtturm festgesetzt. Na und? Was hat der Leuchtturm mit dem Fluchtweg zu tun? Ganz einfach. Hier vorne an der Felswand führen Leitern bis hinauf zum Leuchtturm von Corinis. Über diesen Weg konnten wir bereits viele Flüchtlinge in das Landesinnere schaffen. Doch dann kamen einige Orks aus der Stadt und haben sich dort festgesetzt. Verstehe. Die Orks am Leuchtturm müssen erst vertrieben werden, bevor der Fluchtweg wieder genutzt werden kann. Bist ja ein ganz schlau... Ja, genau so verhält sich die Sache. Also macht die Orks da oben platt und wir haben eine Sorge weniger. Tja, dann hole ich aber erstmal die Bestätigung für Baldram, indem ich da mal wieder rüber springe. Quatsch, nicht springe, sondern rüber schwimme. Ja, Gernot, gib mir mal die Bescheinigung bitte hier. Ich konnte bereits mit einem Bewohner von Corinne sprechen. Schön, was konntest du herausfinden? Ja, die Orks haben viele Söldner bei sich. Die Orks haben mehrere Söldner bei sich, die ihnen bei der Beoberung von Corinnes geholfen haben. Interessant. Das ist eine sehr wichtige Information, die du mir da bringst. Das bestätigt meine Vermutung, dass die Ork-Flotte ursprünglich aus Myrtana kommt. Versuche noch mehr über die Ork-Söldner in Erfahrung zu bringen. Besonders wichtig ist mir natürlich zu wissen, wie stark sie sind und wer sie anführt. Vielleicht können wir das, was wir in Erfahrung bringen, noch irgendwie für uns nutzen. Das denke ich auch mal. Einige Bewohner von Corinis halten sich noch in der Stadt versteckt. So? Wirklich? Woher weißt du das? In einer Bucht bei Corinis traf ich den Händler Baldram, der mir das berichtet hat. Dann sind diese Menschen in großer Gefahr. Du solltest unbedingt Kontakt mit ihnen aufnehmen. Vielleicht kann man sie noch retten und noch Wichtiges in Erfahrung bringen. Das sehe ich genauso. Problem ist nur, dass Baldram mir nicht genug Vertrauen schenkt und mir sagt, wo die Flüchtlinge sind. Er hat Angst, dass ich ein Spitzel der Orks bin und darum soll ich mich erst bei ihm ausweisen. Er möchte eine Bescheinigung von mir, die beinhaltet, dass ich im Auftrag des Königs handle. Das ist sehr umsichtig von diesem Baldram. Du solltest ihm diese Bescheinigung vorzeigen. Würde ich ja gerne. Wird mir Lord Baldwin eine solche ausstellen? Das ist gar nicht nötig, da der Seelord dies in weiser Voraussicht schon getan hat. Wir ahnten schon im Voraus, dass es zu solchen Problemen kommen wird. Hier hast du Lord Baldwins Empfehlung, die dich vor jedermann ausweisen wird. Sei aber vorsichtig damit, du solltest sie nicht jedermann zeigen. Es wäre fürchterlich für uns, wenn sie in die falschen Hände geraten würde. Ja, dann gucken wir sie uns gleich mal an. Da ist sie ja. Der Inhaber dieses Schreibens handelt im Auftrag des Königs, ihm ist in jeder Hinsicht Hilfe zu gewähren. Lang lebe König Rova, Lord Baldwin, Seelord des Königs. Gut, dann geht's wieder rüber zu Dandolo, den ich auf der Insel da hinten, bei dieser Bucht gelassen habe, und zu Baldram. Ich habe die Bescheinigung. Hier lies. Jawohl. Ich glaube dir. Du bist wirklich ein Bote des Königs. Sag ich doch. Sagst du mir jetzt, wo sich die Flüchtlinge in der Stadt versteckt halten?
Aber sicher. Sie halten sich in der Kanalisation von Korinis verborgen. Da du Bospas Sohn bist und aus Korinis kommst, wirst du sicher dessen Zugang zur Seeseite kennen. Ja, kenne ich den. Als Kinder haben wir dort gerne immer Verstecken gespielt. Stimmt, jetzt wo du das sagst, fällt mir das auch wieder ein. Der Zugang ist zwar jetzt verschlossen, doch das ist kein Problem, da ich den Schlüssel habe. Hier hast du ihn. Ach ja, deine Bescheinigung willst du sicher auch wieder haben. Ja, her damit! Ja, wäre schön, wenn ich sie wieder bekommen könnte. Ja, sehr schön. Also haben wir einen verrosteten Schlüssel zur Kanalisation bekommen. Hey du! Und wir holen dann Dolo wieder mit. Komm mit! Indem auf geht's. Sagen, komm mit. Bei der Kanalisationstür sind wir jetzt. Und das mache ich jetzt schon übrigens zum dritten Mal, weil es wird was passieren, ja, was ich so nicht kenne. Ich lasse jetzt mal die rostige Axt weg. Vielleicht liegt das ja irgendwie daran. Ey, aha. Wo kommst du denn plötzlich jetzt her? Na, hier durch diese Tür. Siehst du doch. Ja, ja. Den Schlüssel hast du wohl von Baltram, was? Aber etwas überrascht bin ich doch. Du gehörst nicht zur Miliz von Korinis, denn wenn das so wäre, müsste ich dich kennen. Du trägst aber den Waffenrock des Königs. Also, wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich gehöre zu dem Kriegsschiff Albatros, das aus Vanguard kommt. Aus Vanguard? Dann ist die Hauptstadt noch nicht erobert? So viel ich weiß, noch nicht. Na, immerhin. Aber wo ist denn euer Schiff? Wo ankert es? Sicherheitshalber ein paar Seemeilen von hier entfernt, damit uns die Orks nicht bemerken. Ich aber habe den Auftrag bekommen, mich hier zu erkundigen, wie die Lage ist. Die Lage? Die ist absolut verzweifelt, kann ich dir sagen. Wir waren schon lange durch die Orks bedroht, aber meistens vom Minental aus. Aber dass die Orks mal die Stadt von der Seeseite her angreifen und sogar erobern würden, das konnten sich wohl nur die wenigsten Bürger vorstellen. Was ich eben sagen wollte ist, ich habe zweimal zuerst diese Axt genommen und dann ist Roland einfach weggelaufen und der Dialog begann mit Alrik, wie gewohnt, wie es jetzt eben ist, und blieb aber nicht stehen. Ich kann das ja nochmal wiederholen, ob ich das nochmal hinkriege. Also jetzt mache ich das so, wie ich es bei den ersten beiden Malen auch gemacht habe. Rostige Axt. Hey! Ja! Wo kommst du denn plötzlich jetzt her? Na, hier durch diese Tür. Siehst du doch. Ja, ja. Den Schlüssel hast du. Brauche ich also nicht weitermachen. Das war halt eben bei meinen ersten Versuchen. Gut, das war halt eben nur zur Information. Wer bist du? Mein Name ist Alrik. Ich war früher genauso in der Armee wie du. Ich habe die Jungs damals im Schwertkampf ausgebildet, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Zuletzt bin ich hier in Korinis gelandet. Tja, das war wohl der dümmste Einfall meines Lebens gewesen. Aber was soll's? Habe hier eine Zeit lang Wettkämpfe veranstaltet, um mich über Wasser zu halten, wurde aber von der Miliz nicht gerne gesehen. Als die Orks kamen, nahm ich natürlich an der Verteidigung der Stadt teil. Wir kämpften auch so lange wir konnten, die Übermacht aber war einfach zu groß, sodass wir fliehen mussten. Die feindliche Flotte hatte mindestens aus 20 Schiffen bestanden, war schon ein imposanter Eindruck gewesen. Die königlichen Truppen können von so einer Flotte heute nur noch träumen. Unsere Schiffe liegen mittlerweile alle auf dem Meeresboden. Oder wurden zu Orkschiffen, wie bei der Flotte der Angreifer. Da staunst du, was? Aber ich sage dir, diese Orkschiffe, das waren durchweg allemal Schiffe des Königs gewesen, wurden allemal von den Orks geentert. Zugegeben, ein bisschen heruntergekommen sahen sie schon aus, aber sie waren immer noch seetüchtig. Tja, schließlich flohen nach dem Kampf die meisten der Bürger wie die Wahnsinnigen aus den Stadttoren hinaus. Ich hatte es mit mehreren anderen aber nicht mehr geschafft, da die Orks sogleich die Tore besetzten. Zum Glück stießen wir auf Hanna. Sie erzählte uns, dass sich unter ihrer Herberge ein Zugang zum Kanal befindet. Und so sind wir schließlich alle hier gelandet.
Um nicht von den Orks entdeckt zu werden, haben wir den Zugang nach oben verrammelt. So sind wir hier einigermaßen sicher. Die Frage ist allerdings, wie lange? Aber sieh dich ruhig mal hier um. Die anderen können dir sicher auch noch einiges erzählen. Ja, da ging oben eben ganz schnell die Textbox weg. Ja, jetzt habe ich natürlich Alrik ganz normal gesprochen. Dann werde ich mich ein bisschen umgucken, Sachen sammeln, looten und wieder auf die NPCs zugehen. Das Ganze ein bisschen dynamischer ist im Let's Play. So, hier müssen ja Juris, Zuris und Jora drin sein. Hey! Jora, der wird... Wie geht's? Was geht dich das an? Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Nicht zu verkaufen. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob ich mit dir handeln kann. Ist das ein Witz? Meinst du jetzt, weil ich hatte noch die Zeit, meine Waren einzupacken, als die Orks die Stadt angegriffen hatten? Keine Ahnung. Hattest du? Natürlich nicht. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ja, wollen wir uns hey, das du. Mal in Erinnerung halten, ne? Ah, irgendwas hat er doch. Na komm schon. Irgendwas hast du doch. Von mir aus, wenn du es unbedingt wissen willst, ich wurde beklaut. Beklaut? Ja doch! 500 Goldstücke sind weg! Einfach weg! Es ist zum Heulen! Wo wurde dir denn dein Gold gestohlen? Na, hier in der Kanalisation. Vor nur wenigen Tagen. Hast du einen Verdacht, wer der Dieb sein könnte? Ja, Rengaru. Er hat sich bis zu seiner Flucht ständig in meiner Nähe aufgehalten. Bis zu seiner Flucht? Ja, er gehörte zu denjenigen, die noch am Leuchtturm ins Landesinnere kommen konnten, bevor die Orks diesen besetzt hatten. Hör zu, wenn du mir mein Gold wieder beschaffst, sollst du die Hälfte davon haben. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ja, ja, dann schauen wir mal, was er machen kann. Ja, dann schauen wir mal bei Zuris nach. Hi, du bist Händler, richtig? Hallo, ich bin Zuris, Meister der Tränke. Na, dann zeig doch mal was. Zeig mir deine Ware. Ja, schauen wir mal, was gibt's denn hier Neues drin? Das Orange hier, Elixier der Stärke, kostet 1500, na klasse. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Ein Gürtel dürfte ich haben. Habe ich doch eben schon gesehen. Ich nicht? Oh oh. Naja. Was haben wir denn hier für einen Gürtel? Gürtel der magischen Abwehr. Naja, was haben wir denn hier? Amulette Erleuchtung. Bringe mir Trank der Geschwindigkeit. Ja gut, okay. Was haben wir denn noch für ein wichtiges Buch hier? Stopp. Die göttliche Kraft der Gestirne. Okay. Dann lassen wir ihm mal seinen Trank. Oh, die Truhe hier. Ist die denn noch gefüllt? Ja. Die ist noch gefüllt. Die anderen Truhen, soweit ich weiß, ist da nichts mehr drin. Okidoki. Jo, dann gehen wir mal wieder weiter. Und zwar dürften wir... Ich höre schon wieder einen Ork hier. Oder sind die hier überein? Ich weiß es nicht. Okay, fragen wir doch mal Booze. Hey. Ja, was ist? Was willst du von mir? Wollte nur mal fragen, wie es euch hier unten in der Kanalisation geht. Naja, ich komme klar. Ist aber ein bisschen langweilig. Wenigstens muss ich nicht arbeiten. Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Na, können wir ihm doch geben. Hier hast du dein Bier. Oh, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Ihr habt Glück, dass euch die Orks noch nicht entdeckt haben. Du sagst es. Aber wenn ich nicht bei der Flucht gestürzt wäre, hätte ich noch aus dem Stadttor kommen können. Lord André, der Stellvertreter von Lord Hagen und der Statthalter Larius waren nur ein paar Meter vor mir. Und die haben es noch rechtzeitig geschafft. Lord André und der Statthalter Larius? Weißt du vielleicht, wohin diese fliehen wollten?
Nun, ich hatte ein paar Worte aufgeschnappt, die André zu Larius gesagt hat. Welche? Mal überlegen. Nein, es fällt mir nicht mehr ein. Ich muss erst in Ruhe darüber nachdenken. Aber das kann dauern. Solange ich hier bin und jederzeit die Orks auftauchen können, kann ich keinen klaren Gedanken fassen. Frage mich später nochmal. Am besten, wenn wir hier raus sind. Na, da wissen wir doch Bescheid. Wus, was hast du denn noch? Sonst hast du nichts. Aber ich habe hier schon mal, bin ein bisschen weitergekommen. Ich bedanke mich für euer Zusehen der neuesten Release-Version Odyssey 2.6.1 und wir sehen uns in der nächsten Folge. Gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare, ich werde mich wieder melden. Tschüss.